Ja, warum Sie heute hierher gekommen sind, was Sie motiviert hat, Sie heute herzukommen? Ja, ich wurde halt von der Leiterin meiner Ortsgruppe, der Linken, hierher eingeladen. Und inhaltlich, warum denkst du, dass es wichtig ist? Naja, weil im Endeffekt sind die Grundsätze dieser Demo halt wahnsinnig wichtig, vor allem Gewaltfreiheit in diesen Zeiten ist halt einfach immer wichtig. Dankeschön, vielen Dank. Wir gehen nochmal weiter einmal. Dass Impfen besser ist wie... Also ich verstehe die nicht, die sich nicht impfen lassen. Die haben keinen Verstand. Bisschen halt eben da liegen, wo die anderen liegen und dann, was haben sie davon? Ich finde, solche Leute müssten dann gleich zur Kasse gebeten werden. Wenn sie sich impfen lassen wollen, dann sollen sie auch bezahlen dafür. Denn so viel Geld, was das kostet für die Leute, die dann liegen. Und andere Leute, die schwer krank sind, können die in die Krankenhäuser rein. Die Leute, die Betten besetzen dann. Das finde ich, also große Schweinerei von diesen Nichtimpfern. Ja, erstmal hat das Bündnis Ankampf für alle das organisiert, diese Menschenkette, friedliche Menschenkette. Es sind aus der Zivilgesellschaft alle möglichen Leute dabei, aus Vereinen, Verbänden, aus der Kirche, aus dem Jugendparlament, aus den Stadtvertretungen der einzelnen Parteien und Wählergemeinschaften der Stadt. Also eigentlich ein bunter Mix der gesamten Zivilgesellschaft. Und wir haben uns heute eigentlich hier versammelt, um vor allem den letzten Montag hier in Anklam nochmal aufzunehmen, wo es eben bei dem unangemeldeten und auch heute wieder unangemeldeten Spaziergang zu Auseinandersetzungen und Beispielen der Polizei gekommen ist. Und das kritisieren wir insbesondere aufs Schärfste. Wir haben durchaus Verständnis dafür, dass Menschen mit der Corona-Politik in einigen Teilen nicht verantwortlich, nicht einverstanden sind. Aber spätestens dann, wenn sag mal, hier Aufläufe stattfinden mit einem gefährlichen Mix aus Teilnehmern, dann müssen wir, glaube ich, auch ein Zeichen der Zivilgesellschaft dagegen setzen und uns eigentlich solidarisch denen zeigen, die jeden Tag die Einschränkungen hinnehmen und die damit leben jetzt seit 2 Jahren und auch letzten Endes dafür sorgen, dass wir, ich sag mal, auch in dieser Krise irgendwie weiterkommen. Ich danke Ihnen. Das war's schon. Dankeschön. So. Sag mal, haben wir den Verstand verloren? Sag mal, glauben wir denn echt? Wir können alles kontrollieren, denunzieren, was wir tun sollen und was nicht. Sag mal, haben wir den Verstand verloren? Sag mal, wann wird das hier aus? Wäre es nicht besser zu leben, als der kleine Mann zu sehen, wie man uns unsere Zukunft braucht? Yeah.